nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Bali Berseri. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, und einen wunderschönen guten Abend bei timetodo.ch. Alle die, die am Freitagabend auf unsere Sendung gewartet haben, haben leider vergeblich gewartet, aber in der Technik sitzt auch manchmal die Krux und dann funktioniert das alles nicht so, wie ich das gerne hätte. Auch unsere Techniker und Leute in der Regie waren sehr, sehr traurig, dass es nicht funktioniert hat. Und deswegen haben wir einfach gesagt, mit Zustimmung unserer Gäste, wir wiederholen die Sendung am Montag. Und das machen wir heute. Herzlich willkommen. Vorname? Richard. Richard Neuwersch und Katharina Guldimann. Guldimann. Katharina Guldimann und Richard Neuwersch. Sie werden nicht viel mit den Namen anfangen können, natürlich, aber wir bringen Sie gleich auf die richtige Spur mit den Produkten, die Sie da vorne sehen. Wir haben in den Sendungen viele Dinge besprochen, die immer in so den Bereich hineingehen. Wie kann ich mein Umfeld verbessern? Wie kann ich meine Schwingung verbessern? Und da haben wir heute den Spezialisten da, der es Ihnen bis ins Detail erklären kann, was da dahinter steht. Und wenn Sie sich jetzt zu Hause in Ihrem neuen Haus, in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Büro nicht wohlfühlen, kann das auch ganz einfache Gründe haben, die uns der Richard heute Abend erklärt. Wie kommt man eigentlich dazu, das zu machen, Richard? Man kommt ja nicht damit auf die Welt. Es gibt ja immer so einen Anstoß, wo ich dann sage, Mensch, jetzt entscheide ich mich dafür. Wie war das denn bei dir? Das sind so die Fügungen des Schicksals, würde ich sagen. Okay. Also es fing damit an, dass ich vor 30 Jahren zum ersten Mal etwas über Radionik gelesen habe. Mhm. Radionik ist eine Geschichte, die vor etwa 100 Jahren entwickelt wurde von einem amerikanischen Arzt. Und mit Hilfe der Radionik ist man in der Lage, mit dem Informationsfeld zu kommunizieren. Mit jeder Art von Informationsfeld, solange man eine Art von Beweisstück hat von dem Bereich, mit dem man kommunizieren will. Also zum Beispiel, das ist das, was mich fasziniert hat, was ich gesehen habe. Ich habe ein Bild von einem Acker gesehen. Und die linke Seite des Bildes zeigte den Acker behandelt mit Radionik und die andere Seite zeigte den Acker unbehandelt. Also man hat nur die eine Seite, man hat sozusagen das Bild als Beweisstück genommen, um in das Informationsfeld gehen zu können und hat dann radionisch die Information gesendet, dass in diesem Teil des Feldes keine Ungeziefer sind. Und und das Verblüffende war, dass die radionisch behandelte Seite des Feldes absolut gesund und üppig aussah und die andere Seite eben nicht. Und das ist einfach nur mit radionischer Technologie gemacht worden. Genau. Es ging nur um Schwingung. Es ging nur um Informationen, Schwingung, ja. Mhm. Und wo, dann hast du das aufgenommen, diese ganze Thematik und hast dann das? Ja, nein, so schnell ging das gar nicht. Da wurde ich erstmal interessiert in die Radionik und habe jede Menge Bücher gekauft und studiert und ich hatte aber damals weder das Geld noch die Zeit, um mich da wirklich mit zu beschäftigen. Mhm. Das hatte ich erst vor 10 Jahren. Da hatte ich wirklich mal Zeit und auch die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen, eine Radionikerschule. Also ich habe diese Faszination für Radionik nie verloren über die 20 Jahre davor. Ja, ja, ja. Und habe mir so ein Radionikgerät zugelegt. Und habe jede Menge experimentiert und auch mit meinen Verwandten, mit der ganzen Familie. Jeder, der kam, wurde dann gewurzelt. Genau. Und das war schon spannend. Aber das hat immer noch nichts mit dem zu tun, was ich heute mache. Und letztlich doch sehr viel. Es kam dazu, dass ich, das ist eben diese schicksalhafte Fügung. 2006 zog ich mit meiner Frau in ein Haus, in dem wir keine Ruhe finden konnten. Also wir haben festgestellt, dass wir nirgendwo länger als 10 Minuten sitzen konnten. Und irgendeiner ist dann immer aufgestanden, hat irgendwas gemacht. Es war wirklich schwer, zur Ruhe zu kommen in dem Haus. Und dann ist uns bewusst geworden, dass wir rundherum Mobilfunkmasten hatten. Wir hatten 2 Radaranlagen in der Nähe. Und dann habe ich mal meinen Heilpraktiker angerufen und ihn gefragt, ob das eventuell damit zu tun hätte.
Weil es war einfach nur ein Verdachtsmoment. Ich habe vorher nie mit solchen Themen zu tun gehabt. Und er sagte, ja, na klar, rufen Sie mal den Herrn sowieso an von der Firma sowieso. Der kann Ihnen helfen. Habe ich gemacht, habe ihn kommen lassen. Er kommt in unser Haus, sieht Ameisen im Haus und sagt, Herr Neubersch, das Erste, was Sie feststellen werden, wenn wir hier harmonisiert haben, keine Ameisen mehr. Ja, und da war ich natürlich sofort Feuer und Flamme, weil mir war klar, ich hatte da ein ganz objektives Mittel zu erkennen, wirkt das, was er da macht oder nicht. Weil die Firma hat eben behauptet, dass sie harmonisiert und dass sie von Elektrosmog und solchen Sachen befreit. Aber das ist immer so schwierig, ne, zu wissen, ist es jetzt so. Obwohl nach der Harmonisierung waren wir, oder mit der Harmonisierung waren wir tatsächlich in unserer Ruhe. Wir konnten ewig lange sitzen und lesen. Also das war alles sofort anders. Und die Ameisen waren weg. 2-3 Tage später waren die Ameisen weg. Ja, ja, das sind ja alles diese Zeichen. Ja. Denn die zieht es genau dorthin. Mhm. Und die laufen auch nach den Wellen ihre Wege. Das genau. Sind, weil die auf die Schwingungen so reagieren. Ja. Ich habe da auch mal drüber gelesen, ja, ja. Über dieses Thema. Dieses Thema Harmonisierung kam eigentlich daher, dass du das am eigenen Leib erlebt hast? Genau, als Kunde. Ne? Ja, 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 ja. Als Kunde habe ich also selbst bemerkt, wie gut und wie toll das ist. Und ich hatte mit diesem Mann ein sehr gutes Verhältnis, weil mir gefiel das, dass er so die Harmonie in die Häuser brachte. Ne? Oder mir die Harmonie, uns die Harmonie gebracht hat. Das war schon toll. Mhm. Und wir blieben auch in Kontakt. Und als wir dann entschieden hatten, in die Schweiz zu ziehen, und ich mich verändern wollte, ich wollte mal einen Beruf machen, der Sinn macht, der Spaß macht. Ich hatte früher mit Häusern gehandelt sozusagen. Ah, ich hatte Immobilien verkauft und sowas. Ja. Und das ist irgendwo, es ist nicht wirklich erfüllend. Ja, denke ich mir. Es füllt höchstens den Geldbeutel, aber nicht die Seele so irgendwie. Gut, manche finden ja auch da drin die Erfüllung, dass der Geldbeutel gefüllt ist. Ja, klar. Aber nur zeitweise, nur zeitweise. Genau. Und ja, und dann sprachen wir und er hat mir dann empfohlen, mal mit dieser Firma zu sprechen, mal zu so einem Seminar zu gehen. Das habe ich gemacht. Mit dem Ergebnis, dass ich begeistert war. Feuer und Flamme für diese Technologie. Mhm. Selbst da wusste ich noch nicht, dass es mit Radionik zu tun hatte. Ich hatte die Vermutung. Ich habe immer gedacht, das ist irgendwie ganz ähnlich. Mhm. Aber mir war es nicht wirklich eindeutig klar. Aber diese Technologie, dass man Harmonie in die Häuser bringt und nicht sich gegen irgendwas abschottet, sondern einfach nur die Harmonie einrichtet. Und damit ist man eigentlich immun gegen solche Strahlen, die außerhalb dessen liegen, was harmonisch ist. Ne? Das fand ich wirklich spannend. Und zu sehen, wie die Menschen sich verändern, ne? Wie sie plötzlich eben nicht mehr so sehr leiden darunter, diese positiven Rückmeldungen zu kriegen, das ist schon was Tolles. Das hat mir gut gefallen. Mhm. Mit dieser Firma war ich aber nicht ganz so glücklich, weil deren, wie sagt man, geschäftliche Ausrichtung war eben mehr Geschäft als helfen wollen. Mhm. Also man hat nicht den Menschen als jemanden gesehen, für den man einen Beitrag leisten möchte, sondern man hat den Menschen eher gesehen als potenzielle Quelle. Mhm. Mhm. Und das gefiel mir nicht. Ja, ja, ja. Und irgendwann habe ich mich dann umgeschaut und ich bin durch Zufall an jemanden geraten, der auch mal bei der Firma war in den Anfangsstadien und der sein eigenes Süppchen kochte. Davon hatte ich gehört, durch Zufall. Und den rief ich an und habe gesagt, ich hätte gern Produkte von dir. Und da sagte er, ich verkaufe keine Produkte, aber ich kann dir zeigen, wie es geht. Mhm. Sagte aber, du brauchst viel Geld, weil du musst investieren in ein Gerät. Das hat mit mir gar nichts zu tun. Ich sage, ist das ein Radionikgerät? Sagt er, ja. Haben wir gesagt, kann ich das sparen, habe ich schon. Genau. Ja. Und da kam es dann zusammen. Da war mir klar, das ist es. Jetzt kann ich sozusagen als Radioniker das tun, was mir wirklich Spaß macht. Und in dem Moment gingen ganz viele Lichter auf bei mir, weil dann war mir völlig klar, was ich zu tun hatte. Ne? Mhm. Wie lange dauerte das dann noch von dem Ende dieser Idee, dieser Gespräche mit dem Kollegen, bis du letztendlich dann das so aufgerüstet und aufgebaut hattest, dass das als Unternehmen dastand? Also er war sehr freundlich und hat mir die ersten 2-3 Monate hat er mich unterstützt. Ich habe sofort bei dieser Firma aufgehört, sofort. Und er hat mir dann 2-3 Monate lang hat er mich unterstützt mit seinen Geräten, bis ich dann in der Lage war, meine eigenen zu fertigen und auch zu informieren und eben dann als Swiss Harmony Konzept sozusagen in die Welt zu bringen. Mhm. Und jetzt wissen die Zuschauer noch,
Dann habe ich zum ersten Mal Swiss Harmony gesehen, 2012 auf der Lebenskraft. Ja, genau. Da hatte ich auch ein kurzes Interview mit der Frau. Dann, wie gesagt, haben wir uns immer wieder versucht zu kriegen irgendwo, aber mein Plan war bis zum Erbrechen voll. Bis, wie gesagt, diese Newsletter mich, glaube ich, vor letzter Woche erreichte und mir das Thema sofort wieder in den Kopf kam, weil ich immer mehr darüber lese. Ja. Dass die, viele Menschen, also wir wissen ja, die Anzahl der psychisch Kranken steigt von Jahr zu Jahr ins Unermessliche. Und das wird auch mal ein großes Zukunftsproblem werden. Es wird alles wieder kleingeredet, klar, aber ich weiß, woher es kommt. Unter anderem machen viele Gutachten den Elektrosmog als eine der Ursachen für psychische Erkrankungen. Ja. Und es gibt da so Dinge wie dieses, man sagt, es fördert ADHS, also diese Zappelerei von Kindern. Jetzt hast du mir eben was gesagt, wo ich sage, da brauche ich jetzt gar kein großer Professor sein. Wenn du als Erwachsener schon nicht ruhig sitzen kannst, wenn du da von irgendwelchen Strahlen behämmert wirst, jetzt musst du dir das mal beim Kind vorstellen, das einen ganz anderen Bewegungsdrang hat wie ein Erwachsener, das ist dann sofort... Ist das dann hyperaktiv, weil es ständig irgendwo rumhoppelt, würde man ihn befreien von der Belastung dieser elektromagnetischen Wellen, würde er wahrscheinlich sich ganz anders verhalten. Völlig. Das sind die einen Dinge, dann bei vielen Menschen Schlafstörungen, bei vielen Menschen Konzentrationsschwierigkeiten. Also diese Dinge, wenn man das immer heute feststellt, sage ich dann, Leute, habt gleich hab acht, weil das ist meistens eine Schwingungsbelastung, dass irgendwelche Felder auf dich einströmen, die dir nicht gut tun. Ja. Jetzt kann ja aber nicht jeder hingehen und kann sagen, gut, dann nehme ich mal mein Haus und setze es dorthin, wo es keine Strahlen gibt, weil es ist meistens so einfach nicht möglich. Man kann auch nicht einfach sagen, ich wechsle jetzt meinen Arbeitsplatz oder gehe jetzt in ein anderes Land oder was auch immer. Was kann ich jetzt denn tun? Oder frage ich mal andersrum, was aus deiner Erfahrung, die du dann gemacht hast, zu welchen Produkten führte das dann und welche Konsequenzen für den Menschen haben die? Naja, das ist einfach das Hauptproblem immer gewesen, dass das ganze Familienleiden unter Elektrosmog-Einwirkungen, Erdstrahleneinwirkungen. Und da bietet sich natürlich an, Alternativen oder Lösungsmöglichkeiten zu finden, die es nicht notwendig machen, auszuziehen, umzuziehen. Na, man kann zwar nicht sein Haus mitnehmen, aber man kann in ein neues Haus ziehen. Doch, ich meine, wo will man heute schon wohnen können, wo nicht doch auch Elektrosmog ist? Ne? Ja. Und also ich bin auch der Meinung, dass der Elektrosmog eine, wie sagt man, Erscheinung unserer heutigen Welt ist. Und es wäre falsch, den Elektrosmog oder die Betreiber sozusagen anzufeinden. Es ist einfach so, wie es ist. Und ich finde es sinnvoller, Lösungen zu finden, wie man die Nachteile des Elektrosmogs ausschalten kann. Mhm. Und das bietet sich natürlich an. Dafür habe ich ein Gerät geschaffen. Also im Grunde ist es ein ganzes Paket. Das besteht aus einem Gerät, das ich an das Stromnetz anschließe. Und damit wird sozusagen das gesamte Haus frei von Elektrosmog-Belastungen. Nicht frei von Elektrosmog, aber frei von den Belastungen des Elektrosmogs. Gut. Denn sonst könnte man im Haus nicht mehr telefonieren. Mit dem Genau. Ja, klar, wenn es abgeschirmt ist, dann geht nichts mehr rein, auch nichts mehr raus. Ja, weil es schirmt ja nicht ab, sondern es kreiert ein harmonisches Schwingungsfeld, in dem das, was nicht harmonisch ist, keine Resonanzen mehr erzeugen kann. Und das heißt, dann bleibt man davon unbeeinflusst. Ich glaube, das müssen wir den Leuten ein bisschen erklären. Mhm. Das hört sich natürlich für den Profi einfach an, was keine Resonanzen mehr erzeugen kann. Also machen wir ein klassisches Beispiel. Mein Haus oder meine Wohnung steht im Empfangsbereich von ein oder zwei Mobilfunktürmen. Die sieht man ja dann meistens, wenn man zum Fenster rausschaut. Ja. Und das bedeutet natürlich, dass diese Hochfrequenzstrahlung durch meine Fenster, durch mein Mauerwerk, weniger durchs Mauerwerk, mehr durchs Fenster, durchdringt und mich ständig wie ein Handy belatschert. Und ich sage immer, freuen Sie sich nicht, wenn Ihr Empfang in Ihrer Wohnung volle Lotte ist, weil dann wissen Sie, ein Punkt war jetzt so nah, dass er Ihnen voll Feuer gibt. Ja. Also wenn ich das festgestellt habe, dass dieses Thema da ist und was würde dann ich machen sollen, um das in den Griff zu kriegen? Harmonisieren. Okay. Harmonisieren. Swiss Harmony anrufen. Ich komme, bringe ein Gerät mit, das sieht so aus wie dieses hier. Okay. Ja, das ist jetzt eingepackt. Ah, eingepackt noch. Warum eingepackt? Weil es in einem nicht aktiven Stadium sozusagen isoliert sein muss. Denn wenn es nicht isoliert wäre, gäbe es Informationen ab. Nicht, dass es dann weniger würde. Aber es beeinflusst natürlich auch anderes, was in der Umgebung ist. Und wenn mehrere dieser Geräte zusammenliegen, und das tun sie ja bei mir,
solange sie nicht im Einsatz sind, dann können die sich schon untereinander stören. Mhm. Halt's mal so die Kamera, dass es die Zuschauer sehen können. Ja? Das ist so, was weiß ich, 20 cm groß, 5 cm hoch, 3 cm stark. Ja. Aus was besteht es? Aus Edelstahl. Ah, okay. Und der Edelstahl wird dann in irgendeiner Art und Weise von dir informiert oder behandelt? Ja, es ist nicht nur der Edelstahl, sondern innen drin, das sind Edelstahlhülsen, wenn man so will, Edelstahlzylinder. Und innen drin ist ganz feiner Quarzsand. Quarz, Silizium, Speichermedium. Bin ich sofort in den Pyramiden von Ägypten, wenn ich die Kombination höre? Ja. Und ich stand auch in den Wänden drin, wissen die meisten nur nicht. Ja, ja. Mit der Resonanz. Ja, klar. Das sind ja Quarzquader. Klar. Ja. Ja. So, und das wird dann von mir informiert, radionisch. Ich präge sozusagen, es ist nichts anderes als eine Informationskonserve. Und die Information heißt Harmonie. Jetzt ist mir auch klar, warum du es abdeckst gegen die anderen. Dass es nicht diese Wechselwirkungen gibt, genau, zwischen den einzelnen Informationen. Ja. Und das heißt, du tust sie wie in einzelne Pakete hinein, dass sie alle ihre Informationen halten. Ganz genau. Denn wenn ich das öffnen würde, dann würde ich die Konservendose öffnen, wenn man so will. Ne? Genau, genau. Ja. Und dieses Gerät musst du vorher in das Haus und vermessen, wo es hin muss? Oder? Nein. Das Gerät wird, bei Häusern ist es ganz simpel, bei Häusern wird es angelegt an das Stromkabel, das ins Haus führt. Oder im Haus sozusagen bis zwischen Eingang des Hauses zum, man nennt das die Panzersicherung. Ja? Da, wo die Hauptsicherung ist für die drei Phasen, die man als Strom geliefert kriegt ins Haus. Irgendwo dazwischen legt man es ans Kabel. Mit Kabelbindern oder mit Klettband, das reicht. Das wissen wir auch heute. Wir haben ja andere Technologien auch schon hier vorgestellt. Man muss nichts mehr öffnen und anschließen und verkabeln und so. Nein. Das Thema Schwingung und Frequenz steht über dem, was wir uns vorstellen an Verbindungen. Es verbindet sich durch die Anwesenheit. Ja. Über Resonanz halt. Ne? Mhm. Es hat halt mit Schwingungsprinzipien zu tun. Das heißt, wenn ich in meinem Haus so ein Gerät habe, dann ist alles gut. Dann ist das ist ja das Spannende. Einstein hat das, glaube ich, zuerst gesagt oder zumindest irgendwann mal ist er damit irgendwo populär geworden oder nicht nur dadurch, sondern er hat mal gesagt, dass wenn man immer tiefer forscht und immer tiefer ins Detail geht, dann muss man irgendwann erkennen, dass die ganze Schöpfung nur aus zwei Komponenten besteht. Das ist Energie und Information. Absolut. Ja. Energie für sich ist noch nicht mal wahrnehmbar, nicht erkennbar, nicht feststellbar, weil es hat weder Ausrichtung noch es hat nichts. Und genauso ist es mit Information. Wenn Information keine Energie erhält, dann kann man auch diese nicht wahrnehmen. Sie ist nicht erkennbar. Nur in dem Zusammenspiel des beiden, der beiden Komponenten, entsteht das, was wir unser Hier und Jetzt nennen, die Wirklichkeit. Ne? Ja, genau, ja? Absolut. Und was ich jetzt habe hier, ist reine Information. Natürlich in Masse geprägt, also da ist auch eine Energiekomponente drin, klar, ne? Aber im Grunde ist es nichts anderes als prinzipiell als reine Information. Was es braucht, um zu wirken, ist ein Energiesystem. Das heißt, es braucht Energie, ein Energiefeld, um es zu informieren, um wirksam zu werden. Und das ist das Energiesystem des elektrischen Stroms in einem Haus. Wir machen den Bock zum Gärtner. Natürlich. Ne? Ja. Das, was vorher schädlich war, was überall im Haus schädlich ist, in jeder kleinsten Ecke, weil überall da hat man elektrische Felder. Genau, jede Steckdose, ja, jeder Kabel in der Wand, ja, jedes Elektrogerät. Genau, das fängt irgendwann an, harmonisch zu schwingen. Also das heißt, es verteilt sich dann über das Stromnetz, über alle Gerätschaften, alles, was am Stromnetz angedockt, genau, ist, im ganzen Haus. Ja. Dazu gehört auch das WLAN-Gerät im Haus. Dazu, okay, gehört auch, aber wie ist denn von außen? Wir hatten ja eben dem Beispiel, ja, unsere beiden Putzler gegenüber sitzen, ja, und die das Haus richtig behämmern mit, ja, mit elektromagnetischen Strahlen aufgrund der Funkwellen aus einem Mobilfunknetz. Kann das auch aufheben? Ja, natürlich. Weil es ist ja im Stromnetz. Es hebt es insofern auf, weil es ein harmonisches Schwingungsfeld hat. Wenn jetzt von außen etwas in dieses harmonische Schwingungsfeld kommt, was aber nicht harmonisch schwingt, kann keine Resonanz entstehen. Das hat was mit, wenn wir im Straßencafé sitzen, wir beide, ja, irgendwo in Langenthal, im Straßencafé, ja, ja, und da läuft jemand vorbei und ruft, ey Rudolf, den überhören wir möglicherweise.
Aber wenn einer Norbert ruft, dann drehst du dich um. Richtig? Gehe ich mal raus, ja. Erstens hörst du ihn, zweitens drehst du dich um. Du stehst vielleicht sogar auf, weil du nicht genau sehen kannst, wo der Ruf herkam. Das ist Resonanz. Weil der Norbert ist in deinem Informationsfeld. Okay. Der Rudolf nicht, also kannst du gar nicht darauf reagieren. Verstanden. Ja? Das bedeutet, wenn in dem Moment, wo nicht mehr reagiert werden kann, ist letztendlich das Witzlos, was reinkommt. Genau. Der Organismus reagiert nicht mehr darauf. Die einzelnen Zellen reagieren nicht darauf, weil sie in diesem harmonischen Schwingungsfeld sind. Also alles, was außerhalb dessen ist, muss wirkungslos bleiben. Bevor wir weiter an die Produkte, die Wirkungsweisen, die Anwendungen und dann haben wir auch noch eine tolle Website gehen, möchte ich mal die Katharina fragen. Ja, du bist ja heute das Beispiel aus dem Kreis derer Menschen, die das schon alles probiert haben. Zuerst möchte man wissen, was war vorher der Zustand, wo gab es denn ein Problem, bevor du dich an Swiss Harmony gewendet hast oder an ihn persönlich? An den Richard. Ich kann mal einfach erzählen. Ja. Gell? Ich probiere es kurz zu halten. Ich habe Kontakt mit Richard Neubersch aufgenommen. Das war im Oktober 2011. Das war kurz vor der Eröffnung von der Stiftung Ita Wegmann Mutter-Kind-Haus. In Gempen, Kanton Solothurn. Das ist ein Mutter-Kind-Haus, das ich leite. Und wir waren da in der Endphase. Da war viel Druck da auch. Die erste Frau stand anzukommen. Gibt es das Team? Sind die Möbel? Also ich war da sehr engagiert. Und ich musste einfach feststellen, je öfters und je häufiger und je länger ich auch in den Räumlichkeiten dieser 7,5 Zimmer Wohnung war, dass ich immer wie mehr Kopfschmerzen hatte. Und ich kenne das nicht, Kopfschmerzen. Ich kenne Kopfschmerzen im Zusammenhang, wenn ich wirklich krank bin, wenn ich fiebrig bin oder so. Ja, ja. Ich habe das aber irgendwie wie ignoriert, weggesteckt. Ich hatte gedacht, okay, da ist viel Druck da. Viel Druck da. Ich zerbrich mir auch den Kopf über vieles und habe es einfach wirklich weggesteckt. Und ganz schlimm und heftig wurde es dann, als wir den Telefonapparat installiert hatten und ich auch Telefongespräche führte, wo einfach diese Kopfschmerzen, dieser Kopfdruck ganz enorm wurde. Ich habe es weiterhin weggesteckt, habe es probieren zu ignorieren. Kaum war ich auch aus dem Haus weg und für mehrere Stunden gingen auch die Schmerzen weg. Also mein Körper konnte sich immer wiederholen. Erholen. Genau, sobald du aus diesem Schwingungsfeld raus warst von dieser Wohnung, hat er sich wieder erholt, bist du wieder rein, zack. Und ich habe einfach realisiert, das kam immer wie schneller. Und dann die Schmerzen im Kopf, das veränderte sich dann. Das wurde wirklich dramatisch in Schmerzen im ganzen Kiefergelenk. Nicht Zahnschmerzen, sondern wirklich im Knochen bis zur Wirbelsäule. Und in den nächsten Tagen entwickelte sich das so, dass ich ganz heftige Schmerzen im Schlüsselbeinbereich hatte, hier an der Clavicula, bis hinunter zum Brustbein. Also wirklich eine Enge. Und das war sofort, ich war 2-3 Minuten im Haus, spürte ich das. In gewissen Räumlichkeiten mehr, in anderen Räumlichkeiten weniger. Ich habe das einfach mal wahrgenommen, aber ich habe nicht darüber gesprochen. Ich wollte niemanden damit belasten. Ja, wenn wir die Welt nicht verrückt machen, weil man denkt immer, man spinnt selber oder so. Genau, was ist mit mir los? Vielleicht habe ich einfach Stress. Jetzt gucken wir mal, wir beobachten. Das Haus wurde eröffnet, die erste Mutter kam. Und da nur eine Mutter mit ihrem Säugling kam, habe ich ihr auch angeboten, ich schlafe nachts im Haus, damit sie nicht allein ist. Und das war dann das Drama. Also ich konnte da nicht schlafen. Ich legte mich ins Bett, wunderschöne Möbel, wunderschön lasierte Wände. Ich wollte ja mit diesem Haus auch einen Raum der Entspannung und der Heilung schaffen, gell? Und ich war da in dem Bett und ich fühlte mich wie in einem Schraubstock. Also das kam von links und rechts und oben und unten kamen da immer so Wellen, die haben mich wirklich fast beinahe erdrückt. Ich konnte da nicht schlafen. Nächste Nacht dann wurde von einer anderen Kollegin
abgedeckt und die ist dann am Morgen zu mir gekommen, hat sich mir anvertraut, hat gesagt, Katharina, ich möchte dir einfach sagen, ich habe in dem Zimmer nicht schlafen können. Ich bin ausgezogen, ich bin in den zweiten Stock hoch, da ging's, aber da ist irgendetwas, das ist ungut. Okay, also auch die Kollegin hat es gemerkt, ja, hat das dass gemerkt. Da irgendwie ein Zustand ist in der Räumlichkeit, die sich nicht in die Ruhe kommen lässt. Überhaupt nicht. So dass ich dachte, okay, jetzt ich kann nicht mehr länger mich ignorieren, ich muss die Sache wirklich ernst nehmen. Wir arbeiten ja mit Kleinkindern und Säuglingen und wir wissen ja, wie viel empfindlicher und empfänglicher die sind auf Elektrosmog. Ich hatte bereits einen Kontakt zu Richard, weil ich habe damals schon in einem von ihm harmonisierten Haus gewohnt. Ah, okay. Also ich kannte Richard bereits, ich wusste von Swiss Harmony und ich dachte, Helpline, Richard. Als eine Möglichkeit zu sehen, ob es an diesen Dingen liegt. Ja, weil für mich war zu dem Zeitpunkt klar, hier kann ich nicht weiter sein. Mhm. Ich kann hier nicht wirken, ich kann hier nicht arbeiten. Ich werde hier ernsthaft krank. Ja, weil mein Körper, ganz schlechte Voraussetzungen. Mein Körper hat sich dann auch nachts nicht mehr erholt. Ne? Ja, ich erwachte dann so. Mhm. Und dann ist Richard gekommen. Und hat da erstmal gemessen. Apropos messen, bevor wir in die Werbepause gehen, man kann Elektrosmog hören. Ja. Ja. Zeig uns das einmal. Man kann natürlich diese Strahlen übersetzen in ein hörbares Signal. Aha. Es wäre schön, wenn wir Elektrosmog grundsätzlich hören könnten, dann würde unsere Welt anders aussehen. Ja? Also du kannst mit diesem kleinen Gerät, was du da in Händen hast, mit dem kannst du jetzt letztendlich den Elektrosmog hörbar machen. Ja. Jetzt drück mal drauf und halt's mal ein bisschen an dein Mikro. Das ist das Mikro, wahrscheinlich durch das Elektrokabel. Kann sein, dass Okay, das hat uns gezeigt, es gibt es, liebe Zuschauer. Und bevor wir Ihnen dann alle Informationen geben, wie Sie das alles in den Griff kriegen, gehen wir kurz in eine Werbepause. It is a miracle. I'll be back playing basketball in no time. She's done a lot for me, and she's really great. This is very fabulous work. I love the thing. She proceeded to push at a level that was beyond anything I could imagine. It's an absolute must. Was ich dann an der Wirbelsäule sehe, ist Chaos, das ich einfach nur ordnen muss. Und schon sind wir wieder zurück bei timetodo.ch. Bei mir heute zu Gast Richard Neubersch von Swiss Harmony und Katharina, jetzt muss ich überlegen, Guldiemann. Sehr gut. Wow, hab ich wirklich zuschauen, mich einmal nicht versprochen. Nee, Namen mehr zu merken, komischerweise, es funktioniert immer mehr, aber immer verdrehe ich irgendwas. Aha. Das Silber, den Satz, vielleicht habe ich da irgendeinen Knall, man weiß es nicht. Wir haben eben gehört, dass man Schallwellen, Frequenzen, Schwingungen mit unterschiedlichen Tönen auch hört. Also du drücktest da drauf, dann gab es dieses Geräusch, was also eine elektromagnetische Schwingung anzeigt. Ja. Jetzt ist das gleiche Problem bei ihr zu Hause gewesen. Was ist das Erste, was du machst, wenn du kommst? Du misst mit irgendwelchen Geräten, welche Frequenzen wo sind. Ja. Und dann fängst du an, die ganze Wohnung mit irgendwelchen Geräten zu versehen und Dingen? Oder wie muss man sich das dann vorstellen? Nein. Das ist ja eben mit dieser Technologie gar nicht mehr notwendig. Es ist vielleicht interessant zu wissen, wo jetzt welche, zum Beispiel im Fall des Mutter-Kind-Hauses, welche Störquellen liegen, warum zum Beispiel ein Zimmer stark belastet ist und das andere wieder nicht. Mhm. Und das haben wir auch gefunden. Das war ein Schnurlustelefon. Das war unterschiedlich in den Räumen. Ja.
Das ist schon interessant. Ja. Und das kann man mit solchen Geräten schnell ausmachen. Also ich arbeite nicht wie ein Baubiologe. Baubiologen gehen ja hin und analysieren exakt, welche Strahlung in welcher Stärke, aus welcher Richtung, wo genau eintreffen, wie stark sie dann noch sind und was weiß ich nicht alles. Das sind hochwertige Geräte notwendig. Aber weil das für meine Technologie gar nicht so wichtig ist, denn sie deckt ja im Grunde genommen alles ab. Egal, woher die Strahlung kommt. Genau, weil der große Unterschied, und das war auch für mich so interessant, und das war unser Grund in die Sendung, das Thema kannte ich ja, Baubiologen, da kommen die und da, Folios, Fenstern hier, abschirmen. Ja. Und was ich ja, muss ich ja zugeben, als ganz clevere Nummer finde, ist, ich drehe das einfach um. Das ist so, wie ich Leute immer sage, überlegt, wenn ihr Tinnitus habt, hört ihr einen Ton. Wenn ich den Gegenton in dein Ohr hineindrücke, hörst du nichts mehr, weil der Gegenton den Ton aufhebt. Genau. Mhm. Und das ist eine ähnliche Geschichte, die richtig intelligent ist. Das heißt, ich kämpfe gegen nichts, sondern anhand der Geräte, da haben wir noch was stehen. Was ist das hier? Das ist ein Tiefschlafband. Bitte? Ein Tiefschlafband. Tiefschlafband. Ja, ich würde aber gerne noch mal kurz darauf zurückkommen, wo du gerade jetzt warst. Weil es geht ja um die Technologie. Mhm. Es gibt eben auch Systeme, die senden zum Beispiel genau die Signale aus, die reinkommen, aber eben phasenverschoben, sodass die Signale, wenn sie dann kommen, von den ausgehenden Signalen sozusagen überlagert werden und sich aufheben. Das nennt man destruktive Interferenz. Genau. Das heißt, die Wirkung ist null. Mhm. Ja? Das Problem ist allerdings nur, dass diese Geräte die entsprechenden Frequenzen vorprogrammiert haben müssen. Klar, ne? Okay, ja, ja. Jetzt kommt also LTE dazu. Ne? LTE kommt dazu, andere Frequenzen. Und möglicherweise müssen sie dann, muss man dann sein Gerät erneuern. Wieder umprogrammieren oder ergänzen, was auch immer. Servicen, ja, wie auch immer. Oder man stelle sich vor, dass so ein Sendemast plötzlich eine Frequenz nicht mehr sendet. Dann hat man die Frequenz, die vorher jene eingehende Frequenz auslöschen sollte, die hat man dann im eigenen Haus. Als Sender? Ja. Ja. Macht natürlich auch nicht viel Sinn. Ne? Eben. Mhm. Ja. Und das ist eben anders, wenn man einfach sagt, wir harmonisieren, Punkt. Und alles, was nicht reingehört, das wird auch gar nicht mehr beachtet. Mhm. Ja? Wie war es dann? Hast du das sofort gemerkt? Also du bist dann gekommen, hast in dem Mutter-Kind-Haus in Solothurn dann so ein Gerät platziert. Ja. Hast du sofort gemerkt in der ersten Nacht oder braucht es eine Weile, bis man sich den Körper darauf einrichtet oder wie war das? Ich habe es sofort bemerkt, vor allem in den Räumen, wo es vorher sehr heftig war. Mhm. Das war in dem Büroraum und in dem einen kleinen Zimmer. Das war sofort bemerkbar, aber es war einfach auch noch nach 2 Wochen nicht wirklich gut. Und dann stellten wir eine Panne fest. Willst du darüber sprechen, Richard? Was war die Panne? Okay, also nach 2 Wochen kam dann der Chef und hat gesagt, also, hallo. Was hast du denn, sag du erstmal, wieso du sagen konntest, es war nicht gut? Es gab einfach da noch eine Wand im Haus, das war da im Wohnzimmer, eine Ecke, das war einfach nicht gut. Ich hatte da mal ein Gespräch geführt mit einer Frau und ich fühlte mich so unwohl. Und ich spürte einfach, wie das wieder kommt, diese Enge, dieser Schraubstock, dieses Gefühl im Kopf, das war einfach da nicht weg. Okay. Und so habe ich Kontakt aufgenommen mit Richard und so, hör, es ist viel, viel, viel besser, aber es ist einfach noch nicht gut. Was tun wir? Mhm. Und das ist ja das Spannende. Diese Technologie funktioniert immer. Und wenn sie nicht funktioniert, dann muss es einen Grund dafür geben. Okay. Ja. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Gründe, so wie es unterschiedliche Maßnahmen gibt, die man ergreifen kann, um sich vor allem Möglichen zu schützen, zum Beispiel Erdstrahlen, Wasseradern. Das wirkt ja, die Harmonisierung wirkt ja genauso, dass sie auch Erdstrahlen, Wasseradern löscht. Ne? Und weil sie eben auf Erdstrahlen, Wasseradern einwirkt, wirkt sie auch auf Systeme ein oder kommt sie, wie kann man sagen, in Konflikt mit anderen Systemen, weil es zu Interferenzen kommt, die eine ähnliche Aufgabe erfüllen. Ja. Und das habe ich Katharina gesagt. Ich habe gesagt, da muss es was geben auf eurem Grundstück, an dem Haus, das die Wirkung in irgendeiner Weise beeinflusst. Ja. Und frag doch mal die Eigentümer, ob es da irgendetwas, ob man da früher irgendwann mal was unternommen hat. Mhm. Weil die Eigentümer vom Haus wohnen ja im Parterre, in der Parterre-Wohnung. Mhm. Die Margrit und der Ueli. Und tatsächlich, die haben dann
Richards Vermutung bestätigt, gell? Weil ja, die hatten so ein System mit Betonröhren, vielleicht kannst du es besser erklären, angelegt, weil die hatten unter Schlafstörungen schon immer gelitten. Ne? Ah, auch aus der gleichen Problematik heraus wahrscheinlich. Ja, da waren es Erdstrahlen und Wasseradern. Mhm. Okay. Ja, und sie haben mal so einen Routengänger da gehabt, der hat die Erdstrahlen und Wasseradern vermessen und hat sehr exakt an exakt ausgewählten Orten hat er Betonröhren aufgestellt. Mhm. An 4 Punkten des Grundstückes. Zig Jahre vorher. Mhm. Und die haben immer noch so ein Schwingungsfeld genau, aufgebaut, dass sie im Prinzip ja, mit dem Ding in Indifferenz gingen und haben da die Wirkung. Das war meine Vermutung. Ja. Und wir haben dann die Eigentümer gebeten, sie mögen doch diese Röhren mal wegnehmen. Und ich fand das so toll von denen, dass sie einfach ja gesagt ja, haben. Ich finde das nicht selbstverständlich. Nee, nee, natürlich nicht. Weil man hat ja auch dann Sorge, dass man wieder nicht gut schläft. Ja, und so. Klar. Das hat ja alles Konsequenzen. Ja. Aber sie haben es getan und? Sie haben es getan und? Und deine Beschwerden waren weg. Diese ja. Es wirkte ja, dann. Das hat das Feld auch gewirkt auf Ihre Wohnung? Eben nicht. Und das kam dann, das war dann, deswegen lachst du, ne? Weil dann haben sich die Eigentümer gewählt und haben gesagt, so geht es aber nicht. Schlafen wir nicht mehr. Jetzt ist oben schön harmonisch, jetzt können wir wieder nicht schlafen und so, kann ich nicht verstehen. Und auch das lässt sich ja leicht erklären, weil ich habe ja nur das elektrische Feld der Mietwohnung, sozusagen dieser 7-Zimmer-Wohnung, die über 2 Etagen geht, oberhalb des Erdgeschosses sozusagen. Ne? Mhm. Nur die habe ich harmonisiert, nur den Stromkreis für die beiden oberen Etagen. Der untere Stromkreis war nicht harmonisiert. Und deswegen ist die untere Wohnung natürlich total belastet mit Erdstrahlen, Wasseradern und Elektrosmog. Ne? Logisch. Nach oben geht es nicht weg und von unten kommt es und von außen kommt es, da saßen die richtig im Strahlensalat. Und da waren, mhm, haben wir uns dann, ich habe ihnen dann angeboten, dass sie zum Sonderpreis, weil sie so freundlich waren, auch ihre untere Etage komplett harmonisieren können. Und seitdem sind sie glücklich. Und auch gesagt, getan, die entsprechenden ja, Dinge gemacht und ja, seitdem mhm, schlafen alle gut. Ja. Im ersten, zweiten OG, im Parterre, überall. Mhm. Nee, ist eine tolle Geschichte, weil ich weiß, ich kriege ja viele Mails von unseren Zuschauern. Viele unserer Zuschauer fragen nach dem Thema. Wir werden auch demnächst nochmal eine Sendung zum Mobilfunkthema machen, weil es da immer noch unglaublich viele Fragen gibt. Ja. Was kann ich tun? Und viele Menschen haben halt Kinder. Und die sagen immer, die sind so belastet und haben sie in der Schule schon die Dinger immer dabei. Und überall, wo sie sind, ist Handy. Und dann wollen wir wenigstens, dass es, wenn es in ihrem Zimmer ist, dass da ruhig ist. Ja. Und die Menschen suchen eine Möglichkeit, gerade diese Kinderzimmer so zu harmonisieren, dass die Kinder zumindest nachts. Und da käme jetzt noch die Frage, in vielen Kinderzimmern stehen natürlich Elektrogeräte. Ja. Fernseh, Stereoanlage, Computer, irgendwelche. Die gehören da natürlich nicht hin. Ne? Es sei denn, ja gut, aber Kinderzimmer ist ein Kinderzimmer. Ne? Es sei denn, sie stehen in einem harmonisierten Haus. Dann ist das was anderes. Weil das wir ja den Bock zum Gärtner machen. Das ist jetzt die Frage. Jetzt kann ich ja schlecht dem Kind sagen, ich nehme dir jetzt alles aus dem Kinderzimmer, dann sitzt bei mir im Wohnzimmer den ganzen Tag und tut drum. Das will ich ja auch nicht. Also klar, hat man ja seine unterschiedlichen, ich weiß viele Leute, die nur Apartments haben, die haben alles in dem Raum, wo sie schlafen. Ja. Vom Elektrowecker über alle Elektrogeräte bis Computer und so weiter und schlafen da auch drin. Ja. Und schnurlos Telefon, noch ein Handy und so, das richtig brummt. Kann ich, wenn ich in dieser Situation bin und einfach keinen Ausweg habe, mit Swiss Harmony diesen gesamten Raum so harmonisieren, dass ich trotz der Geräte ordentlich schlafen kann und mich erhole? Ja, natürlich. Weil das ist ja die wichtigste Aussage, jetzt aber die Kernaussage der heutigen Sendung. Das ist es ja genau. Die Leute denken ja immer, ich muss dann das ganze Haus und muss alle Geräte rum und num und neue Kabel und neue Stecker und was da alles verzählt wird, was da, musst du abgeschirmte Stecker kaufen und so. Da wird ein Haufen Geld ausgegeben für Dinge, die dann am Schluss gar nicht die gewünschte Wirkung haben. Correct. Also, dass es nochmal klar ist, ich habe ganz lebe ganz normal, habe die unterschiedlichsten Bedürfnisse und die Zustände, die ich antreffe. Jedes Wohnzimmer steht ein Fernseher rum, im Flur oder Arbeitszimmer Telefone, Schnurlosgeräte, Handys, wenn du Familie hast, Kinder haben Handys, Eltern haben Handys. Und dann plus natürlich noch die Spielereien von iPad, iPod über Laptops, Rechner, alles ist heute elektrisch. Wenn du kommst und das Ganze dir angeschaut hast und deine Erhebungen gemacht, dann ist es möglich, die gesamte Wohnung, all diese Gerätschaften, egal wo sie stehen, so zu harmonisieren, dass es keine Negativbelastungen mehr auf unseren Organismus hat. Korrekt. Liebe Zuschauer, was wollen wir da noch hinzufügen?
Also, die Telefonnummer haben Sie sich hoffentlich notiert. Meine Zuschauer wissen das immer, dass wir natürlich immer die Informationen direkt an Sie weitergeben. Die Regie bitte nochmal die Telefonnummer mit einblenden, wenn Sie sich informieren wollen. Und dann rufen Sie den Richard Neubersch an, denn er wird Ihnen dann viele Dinge noch sagen können, die so ins Detail gehen, dass Sie auch verstehen, wenn Sie Konsequenzen haben. Also Menschen, die in Strahlenbelastung leben, haben öfter mal das Problem, dass es plötzlich hier oder da anfängt zu zwicken und man sich nicht mehr so wohl fühlt. Aber Menschen wie der Richard, die wissen das, wo das herkommt und können meistens sagen, aha, haben wir wieder das und das Problem. Erkläre uns doch nochmal bitte, was du sonst noch mitgebracht hast. Jeder hat ja nicht ein Haus oder eine Wohnung oder dort das Problem, sondern es gibt auch noch andere Problematiken. Irgendwann gehe ich ja auch aus meiner geschützten Wohnung raus. Ja, und dann? Ja, klar. Also zunächst hatte ich eigentlich nur, das möchte ich noch sagen, ergänzend zu dem Strom, dem Gerät, das an den Strom angelegt wird, gibt es ein zweites Gerät, das ich 3 Wochen später an die Wasserleitung anlege. Mhm. Und damit wird auch das Wasser harmonisiert. Das heißt, die Trinkwasserbelastungen, die möglicherweise vorhanden sind, und eigentlich sind sie überall vorhanden, auch die werden, wenn man so will, gelöscht. Sie sind ja, auch Wasser nimmt ja elektromagnetische Schwingungen auf. Klar. Alles, was an Schwingungen ist. Deswegen auch 3 Wochen später, ja. Weil erstmal das gesamte Haus, die Wände einer Wohnung oder eines Hauses total harmonisiert sein sollen, bevor das Wasser, das dann harmonisierte Wasser, da durchfließt und in keiner Weise mehr beeinflusst wird. Mhm. Und dann habe ich noch so ein kleines Kärtchen, besteht aus 3 Lagen. Und kann das so in die Kamera ruhig halten, dass die Kamera es einfangen kann? Am besten vor einer schwarzen Jacke, da sieht man das dann am besten. Oh, ja. Ist ja alles spiegelverkehrt. So. Moment, ich halte es mal richtig, so. So. Ja, und es steht auch Swiss Harmony drauf, ein kleines Kärtchen. Und was macht man damit? Das ist äußerst flexibel und das legt man ins Telefon. Okay. Und zwar unter den Akku eines Telefons. Also zwischen Telefon und Akku, nicht zwischen Akku und Deckel. Kann man auch, aber wenn der Deckel mal abgeht, ist das Ding ganz schnell weg. Richtig. Ja? Und das gehört mit zu einer Harmonisierung, dass sämtliche Mobiltelefone der Familienmitglieder von mir entstört werden. Denn damit hat es ja noch was Besonderes auf sich. Genauso wie auch die Schnurlostelefone mit so einem kleinen Chip, ich nenne es die Phone Card, entstört werden. Solange die Schnurlostelefone in ihrer Basisstation stehen, sind sie harmonisiert und tun niemandem was. Wenn ich sie rausnehme, sind sie erstmal auch noch harmonisiert. Sie haben aber ihr eigenes Energiesystem in dem Moment, sind ja unabhängig von dem Energiesystem Hausstrom. Mhm. Ja? Sondern sie entwickeln dann ihren eigenen Energiekreislauf und der ist nach kurzer Zeit nicht mehr harmonisch. Und wenn ich dieses Ding dann ans Ohr halte, dann habe ich den direkten Kontakt eines unharmonisierten Strahlengerätes sozusagen. Das auch noch pulst. Das auch noch pulst, natürlich. Das macht ja immer so. Ja, und das heißt, es würde mich sofort beeinflussen. Mhm. Und wenn es entstört ist mit dieser Phonecard, ist dieser Effekt weg. Also diese kleinen flexiblen Chips, sage ich mal, diese Folie, aber es ist etwas stärker wie Folie, man spürt es, die auf Schnurlostelefone, auch unter die Akkus, Mobiltelefone, all diese Dinge. Das gehört mit zur Standardausrüstung einer Harmonisierung. Fernbedienungen? Ist nicht nötig. Also das sind ja diese Dattelgeräte, alles was schnurlos ist, iPad, iPhone, Game-Dings. iPad muss man drüber nachdenken, iPhone sowieso. Mhm. Ne? Gamepad muss man halt sehen. Viele sind ja auch noch kabelgebunden, aber die aussenden, Infrarot, ja. Ja, und wenn man so viel damit zu tun hat, dann sollte man darüber nachdenken, ja. Okay. Das würde aber alles zu einer normalen Hausharmonisierung gehören. Jetzt ist aber dann Folgendes passiert. Meine Frau hat irgendwann gesagt, Mensch Richard, du machst immer nur was für andere und für Häuser und so. Du musst auch mal an mich denken. Ich fahre 3-mal in der Woche mit dem Zug nach Luzern, nach Basel und nach Bern. Sie ist 3-mal nach Basel, nach Zürich, von Basel aus. Und ich bin immer dann insgesamt 2 Stunden pro Tag im Zug. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo ankomme, bin ich wie gerädert. Denk dir doch mal da was aus. Ja, und dann habe ich eben, als Radioniker ist es ja recht leicht, habe ich mir mal was zusammengebastelt, habe ihr das gegeben und sie war begeistert. Mhm. Dann musste ich das Gleiche für ihre Freundinnen machen, die waren genauso begeistert. Und so ist dann im Endeffekt die Bodycard daraus geworden. Bodycard? Die Bodycard. Hört sich gut an. Das ist nichts anderes als eine, also von der, ich halte es nochmal so, ist das richtig? Ja, da. Es ist nichts anderes als eine Kreditkarte von der
Beschaffenheit her. Sie sehen hier auch, man sieht hier auch den Magnetstreifen. Magnetstreifen. Übrigens, Magnetstreifen möchte ich nochmal sagen. Magnetstreifen heißt nicht Magnetstreifen, weil er magnetisch ist, sondern er nennt sich Magnetstreifen, weil er magnetisch ausgelesen wird. Genau. Ja? Er hat also keine magnetische Wirkung. Ich schreibe ja bei vielen meinen Produkten, dass es einen Magnetstreifen enthält. Mhm. Und das soll nicht abschrecken, es hat keine magnetische Kraft. Das ist einfach als Definition, dass Leute verstehen, genau, wo die Information ist. Damit man weiß, was es überhaupt für ein Band ist. Denn es gibt keine andere Beschreibung dafür. Ja. Ja, und diese Karte, die ist inzwischen, also das ist der Renner. Mhm. Das ist wirklich der Renner. Und ich gebe ja wie bei allen Produkten eine Rücknahmegarantie. Also jeder kann sie zurückschicken, kriegt sofort sein Geld wieder. Es passiert nicht. Das ist wirklich toll. Die Leute tragen sie bei sich. Das reicht, wenn man die zum Beispiel in der Hemdentasche hat. Brusttasche trägt, ja. Brusttasche. Nicht unbedingt so in der Jackentasche, weil die ist weg vom Körper. Genau, da ist zu viel Unruhe. Oder in der Hosentasche natürlich. Frauen stecken sich den im BH. Mhm. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Und was sie macht, ist, sie harmonisiert natürlich. Es ist das gleiche Prinzip. Information, Energiesystem, Mensch. Der Mensch beginnt harmonisch zu schwingen. Okay. Das heißt, Elektrosmog von außen geht sozusagen dran vorbei, wird vom Körper nicht mehr wahrgenommen. Auch Handys, die, was weiß ich, vom Nachbarn benutzt werden, haben keine Einwirkung mehr. Aber nicht nur das. Es ist auch so, dass ich zum Beispiel im Hotel das Ding einfach unter das Kopfkissen legen kann und dann kann ich schlafen. Oder in den Schlafanzug stecke und dann kann ich wirklich schlafen. Ich habe es am eigenen Leib erfahren. Das heißt, das Beispiel eben von deiner Frau war interessant. Im Zug habe ich ja auch keine Chance wegzulaufen. Ja. Da sitze ich in diesem Blechkasten. Ja. Wir wissen ja, Faradayischer Käfig. Und um mich herum sitzen 5 Mobilfunk-Junkies, die ständig an den Dingern datteln und schieben und machen. Ja. Das heißt, und wir wissen ja, im Zug pulsen die Geräte viel stärker, weil sie natürlich optimale Verbindung aufbauen wollen und dann ihre volle Leistungsfrequenz fahren. Ja. Das heißt, gerade dort sitze ich natürlich mitten in einem Störfeld von elektromagnetischen Strahlungen. Und wenn ich dann empfindlich bin, ist das natürlich für mich der Horror. Dann entscheidet man sich schon, Zug zu fahren, aber wenn man Auto das nicht aushält, dann war's. Und dann würde dieses Produkt letztendlich Abhilfe schaffen. Ja, ja. Wenn ich es bei mir trage und um mich rum 3 Telefonierer sitzen, hat für mich harmonisiert in ideale. Wunderbar, wunderbar. Also einmal für die kleinen Geräte, einmal für bei für uns den Körper zu tragen. Sozusagen, ja. Mhm. Dann habe ich mir überlegt, ein Produkt zu schaffen. Das habe ich in Zusammenarbeit mit einem Bettenhersteller in Österreich entwickelt. Das ist das Tiefschlafband. Tiefschlafband. Ich habe es das Tiefschlafband genannt, weil mit dem Band kann man dann wirklich wieder tief schlafen. Okay. Ich hole es mal raus. Und zwar ist das ein Baumwollstoff, der ist organisch, biologisch, habe ich viel Wert drauf gelegt, wird in der Schweiz genäht, hat ein ganz feines Carbongewebe, innen drin, das eingenäht ist, und auch einen Magnetstreifen, der nicht magnetisch ist. Ne? Okay. Das kann ja, so ein Gedanke kann stören, so ein Magnet im Bett zu haben. Und den legt man sozusagen auf die Matratze, unter das Laken. So auf Oberkörper. Quer oder längs? Nee, quer. Quer, so also auf Oberkörperhöhe. Ja, quer so. Auf Oberkörperhöhe unter das Bettlaken. Genau. Mhm. Und der macht nichts anderes. Also das Band macht nichts anderes. Es ist auch wieder, die Information ist hier im Carbongewebe gespeichert. Mhm. Und es braucht ein Energiesystem. Und in dem Moment, wo ich mich drauflege, hat es das Energiesystem, das es dann informiert. Und ich komme dann in einen harmonischen Schwingungszustand. Mhm. Und damit kann keine Erdstrahlen, keine Wasseradern und natürlich auch kein Elektrosmog mehr was tun. Meine Frau nimmt sowas grundsätzlich mit in ihren Koffer, wenn sie auf Reisen ist. Das würde bedeuten, du hast vorhin was gesagt, also jetzt sitzen natürlich, ich höre sie schon wieder alle schreien, viele vor dem Bildschirm und sagen, ach, das glaube ich nicht. Mhm. Und wir wissen ja, glauben heißt nicht wissen. Und darum geht es. Das heißt, Menschen, die heute sich schon überlegen, ihre Zimmer umzuräumen und Schlafzimmer woanders hin zu verlegen oder das Bett auf die andere Seite zu schieben, sollten damit erstmal warten, sollten sich dieses Ding bestellen bei Swiss Harmony, auflegen, schlafen drauf, probieren, funktioniert es. Wenn es funktioniert, ist es ja viel einfacher, als die ganze Wohnung umzumodeln oder das ganze Bett durchs Haus zu tragen.
Und wie war das eben mit deinem Angebot? Das heißt, du machst es ähnlich wie ein anderes Unternehmen, was vor kurzem bei mir war, wo es um freie Energie und Spritsparen geht. Ja. Du stellst das zur Verfügung, sagst hier, sie können das 2 Wochen, 3 Wochen, wie ist das? Das Band. Ja. Ja, also das Band innerhalb von 4 Wochen kann man das zurückschicken. Wenn man nach 4 Wochen der Meinung ist, da habe ich Geld für nichts ausgegeben, dann kann man es zurückschicken. Dann kann man es wieder zurückschicken. Bei den Hausinstallationen, dann kann das durchaus mal 4 oder 5 Monate sein. Also das sehe ich nicht eng. Mir geht es mehr darum, dass den Menschen geholfen wird. Und genau da muss es hin, deswegen finde ich es ganz fantastisch. Und ich möchte nie den Verdacht aufkommen lassen, dass ich irgendjemandem was andrehen will und dass mir nur darum geht, mal wieder was verkauft zu haben. Wenn ich nicht jemandem helfen kann mit dem, was ich tue, dann will ich dafür auch kein Geld haben. Dann nehme ich das gerne wieder zurück. Ja. Ganz tolle Einstellung. Und das ist auch das, was genau der neuen Zeit entspricht. Natürlich. Und auch die Produkte entsprechen der neuen Zeit. Genau. Jetzt möchte ich bloß noch ganz kurz 2 Dinge. Einmal trägst du einen tollen Ring, da kommen wir gleich drauf. Und zum anderen deine Website zeigen. Wenn die Regie das einmal einblendet, für alle, die Internet zu Hause haben, können Sie sich über die ganzen Dinge, die Sie jetzt in der Sendung gehört haben, informieren über die Website. Ich gehe nochmal da hoch, www.swissharmonie-einwort.com. Dann sind Sie hier auf der Homepage. Da haben wir dann die ganzen Erfahrungsberichte drin, die Grundlage der ganzen Geschichte. Vorträge gibt es und wahnsinnig viel Inhalt, wo Sie sehen, wie alles da untersucht wurde, welche Möglichkeiten man gefunden hat. Und jetzt sehen Sie mal hier auf der rechten Seite, ich klicke da einmal drauf, da haben wir, das war das Thema, wo ich noch einmal mit dir sprechen wollte. Ich glaube, deine Frau hat dich auch da motiviert, nachdem sie immer so eine Karte mit sich rumtragen musste, hat sie bestimmt irgendwann gesagt, geht das auch nicht ein bisschen schöner, vielleicht ein bisschen weiblicher? Ja. Also nicht nur meine Frau, sondern auch viele andere Frauen, die Bodycard ganz toll finden, aber nicht wissen, wohin damit im Sommer, wenn sie nur ein leichtes Kleid tragen. Ich meine, wo sollen sie es hin tun? Ja? Stimmt. Und das war nicht so einfach, da eine Lösung zu finden, weil Ketten schwingen. Armbänder, ne? Schwingen. Und deswegen bin ich dann auf diesen Ring gekommen. Der sieht so aus. Ah, halt ihn auch mal wieder gegen deine Jacke, dass ihn die Kamera ein bisschen einfangen kann. Ja. Ein sehr schöner Ring. Auch toll geformt. Der ist ein bisschen, wie nennt sich das? Konkav, oder? Nee, er hat so eine Welle. Ne? Ja, wie eine Welle ist der geformt. So ganz flach. Was ist es für Material? Es ist Silber. Silber? Ja. Ziemlich hochwertiges Silber und innen drin ist auch wieder Carbon als Speichermedium. Und zwischen Carbon und Silber ist nochmal Magnetband. Wow, das bedeutet, der Ring hat die gleiche Funktion wie letztendlich die Bodycard? Die Bodycard, die meisten Frauen bestätigen mir aber, dass der Ring noch ein bisschen stärker wirkt als die Bodycard. Mhm. Und jetzt gibt es das Exklusivmodell, was wir bei dir an der Hand sehen. Ja, das ist, dieser Ring wird ja hergestellt von einem Goldschmied in Brienz, Beat Schild von der Firma Gold und Stein, ist eine kleine Firma in Brienz und er macht das tatsächlich per Hand hier. Und was seine Spezialität ist, er macht Ringe aus Steinen. Also da kann man dann auch bewusst wählen, welchen Stein man haben möchte. Zum Beispiel ist ein Tigerauge. Wenn man 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen will, ein schönes Schmuckstück, ein edles zu haben, plus diese Harmonisierung drin, die dann auf meinem Körper immer ist, egal wo und wo ich bin und solange ich ihn trage. Liebe Zuschauer, da bleibt mir nicht mehr viel hinzuzufügen. Sie haben alle Informationen bekommen über das Unternehmen im Internet. Über die Telefonnummer können Sie direkt mit Herrn Richard Neubersch Kontakt aufnehmen, um sich beraten zu lassen. Unsere Sendezeit rast dem Ende entgegen. Ich bedanke mich bei der Katharina und beim Richard. Tolle Informationen, wieder ein großer Schritt für unsere Zuschauer, weiterzugehen, ohne dass man den Presslufthammer holen muss und die ganze Bude umbauen. Das war natürlich eine tolle Lösung. Mit dieser Lösung können Sie 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das heißt, Sie können sich etwas Gutes tun, natürlich indem Sie Ihre Wohnung und Ihr Lebensumfeld harmonisieren. Und Sie können überall dort, wo Sie selbst hin müssen und Ihr Haus dann Ihr harmonisiertes natürlich nicht mitnehmen können, auch diese Technologien und diese Forschungsergebnisse nutzen, nehmen Sie Kontakt auf mit Herrn Neubersch, da wird Ihnen geholfen.
Mir bleibt nur noch zu sagen, herzlichen Dank, dass Sie heute Abend bei mir waren. Und heute haben wir die Sendung geschafft. So soll es sein. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen einen guten Abend und eine wunderschöne Nacht. Bis morgen. TimeToDo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri.